Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen im Land aus Hadrüs. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns. Mein Name ist Sebastian Hadrüs. Wir kochen heute für Sie ein Gericht für die Jahreszeit, ein Wildgericht von Bernd Spieß aus der Letzlinger Heide mit Steinpilzen und einem bunten Drumherum. Letzling ist eine Region im Umland, wo halt ein sehr hohes Wildaufkommen ist und dort beziehen wir unser Wild her. Zum bunten Drumherum zu diesem Gericht gehört zum einen der Apfel, also speziell aus der Saison halt Sachen rausgegriffen. Dazu haben wir Radieschen, Steinpilze, kleine Kirschtomaten, Maiskolben und einen Spitzkohl. Das Ganze werden wir auf eine Schokoladenerde setzen und dazu Kartoffelpüree reichen. Turnieren tun wir die Äpfel und die Karotten. Turnieren ist etwas in Form bringen, zum einen natürlich, damit es etwas schicker aussieht, zum anderen aber auch, dass man die gleiche Gare hat. Das heißt, das Produkt gibt man solche Form, damit der Kern gleich gegart ist wie auch der Rand. Beim Turnieren spricht man meistens immer von 5 Schnitten, die man machen muss. Das heißt, ähnlich wie auch bei Kartoffeln, Karotte, Apfel, schäle ich halt an 5 Seiten die Ränder nicht rund, aber gebe ihnen halt die Form. Die Möhren setzen wir ganz kurz mit Salz und Zucker an, lassen sie kurz stehen. Dadurch, durch das Salz, ziehe ich den eigenen Fruchtsaft aus dem Produkt und gare so das Produkt, sprich die Möhre, im eigenen Sud, also ohne Geschmack bzw. auch Vitaminverlust. Den Apfel, genau wie die Radieschen, genau wie den Mais, karamellisieren wir kurz an und geben dann etwas Kräuter dazu, beziehungsweise noch ein bisschen Butter. Den Kürbis, da nehme ich den Hokkaido-Kürbis, der ist sehr angenehm, von der Farbe sehr kräftig, von der Größe her auch für zu Hause sehr überschaubar, von der Menge her. Dann machen wir kleine Perlen von, das heißt, wir stechen mit einem Kugelausstecher einfach kleine Perlen mit aus. Den Rest, den tun Sie zu Hause nicht weg, kochen sich am nächsten Tag eine schöne Kürbissuppe von. Kürbis setzen wir an, ein bisschen Zucker, Butter, ganz bisschen Gemüsebrühe und garen bei ganz mäßiger Hitze etwas Zimt dazu, den Kürbis gar. Beim Steinpilzeputzen bzw. generell beim Pilzeputzen ist darauf zu achten, dass Pilze möglichst ohne Wasser geputzt werden. Das heißt, man schabt sie mit der Messerinnenseite ganz leicht ab. Ich finde wichtig, dass der Schwamm bei einem Pilz rausgenommen wird. Das ist zum Glück Geschmackssache. Bei mir geht er raus. Dieses Produkt ist kein Abfall. In jede gute Soße gehören auch ein paar Pilzabschnitte mit rein. Die kocht man sich da aus, um einen schönen, kräftigen Wildfang auch zu bekommen. Schneiden tun wir die Steinpilze ganz leicht schräg, so wie schöne Scheiben haben, einen knappen Zentimeter. Die braten wir uns nachher in der gleichen Pfanne, wo wir das Reh angebraten haben, damit wir die schönen Aromaten beibehalten. Mit etwas Butter und Schalotten an. Die Karotte, die gare ich mit, wie gesagt, dem eigenen Sud, etwas Butter dazu und vom Geschmack her, damit etwas alles milder, etwas weicher rüberkommt, lege ich immer noch ein Stück Vanilleschote mit dazu. Wir nehmen ein Rehlachs, ein Rehrücken. Gibt immer zwei Meinungen beim Kochen. Der eine sagt, kleines Fleisch, dünnes Fleisch, zartes Fleisch sollte man nach dem Braten würzen. Ich bin traditionell, klassisch, ich würze mein Fleisch auch gerne vorher. Das heißt, wir nehmen etwas Salz drauf. Beim Fleisch ist auch darauf zu achten, dass man es vor dem Braten mindestens eine Viertelstunde aus dem Kühlschrank rausnimmt, damit das Fleisch sich an die Temperatur in der Küche gewöhnen kann. Beim Pfeffer ist darauf zu achten, dass ich mit einer Mühle, die fein mahlt, abpfeffere. Umso gröber ich den Pfeffer nehme, umso schneller verbrennt er mir in der Pfanne. Bei der Wahl des Öls finde ich wichtig, ein geschmacksneutrales Öl zu nehmen. Olivenöle haben, wenn sie erstmal keinen geringen Brennpunkt. Das heißt, sie verbrennen ganz schnell bitter. Dann haben sie einen Eigengeschmack, der nicht immer von Vorteil ist. Ich empfehle Ihnen, ein Sonnenblumenöl, ein Distelöl oder ein Rapsöl zu nehmen.
Der Anbratvorgang bei Fleisch generell sollte sehr kurz sein. Wir reden hier von 10, 15 Sekunden je Seite. Ich möchte nur die Poren schließen, dass das Fleisch schön saftig ist. Macht dann der Ofen weiter. Generell auch Fleisch, wenn Sie zu Hause ein Rinderfilet machen, der Anbratvorgang bitte nicht länger wie eben bei dem Reh. Wir geben noch für den Ofen ein ganz bisschen Thymian mit dazu. Ich bin ein großer Fan von Salbei, den legen wir mit dabei und garen das Reh jetzt bei 160 Grad 6 Minuten. Für die Pilze, also sprich den Steinpilz, zum Geschmack auch mit dazu zu geben, nehmen wir Schalotten, keine normalen Zwiebeln. Vorteil bei Schalotten ist immer, wer etwas an dem Zwiebelsaft leidet, das heißt, kommt damit nicht klar. Eine Schalotte hat diesen intensiven Zwiebelsaft nicht, ist also roh zu genießen, ohne dass man da später Probleme mitbekommt. Damit es die Zwiebel nicht riecht zu Hause im Kühlschrank, wenn man sie zu viel geschnitten hat, immer schneiden, niemals hacken. Ganz wichtig ist, wenn Sie die Zwiebel pellen, lassen Sie sich hinten die Wurzel dran, fällt es Ihnen leichter, die Zwiebel zu schneiden. Sie kann nicht auseinanderfallen. Schöne feine Streifen reinschneiden, dann habe ich die Würfellänge bzw. Kantenlänge schon vorgegeben und das gleiche noch einmal quer dazu schneiden. Die Möhren sind fertig gegart. Damit ich kein Produkt vergesse beim Anrichten, richte ich mir gern alles auf kleinen Tellern an, um natürlich auch nach und nach in die Pfanne zu geben beim Anrichten und wir dann halt auch das Gericht ordentlich anrichten können. Wir braten jetzt die Steinpilze an, geben etwas Öl nach. Die Pfanne muss bei Steinpilzen nicht zu heiß sein, da die schnell verbrennen würden. Wichtig ist für mich aber immer, ein Pilz, genau wie Pfifferling oder auch Steinpilz, Pilze, die aus dem Wald kommen, müssen durchgebraten werden. Es ist nicht unerheblich, der Fuchsbandwurm, Pilze sind an der Erde, Füchse gibt es im Wald, daher wirklich immer den Pilz schön ausbraten. Nur in Butter gebratene Pilze mag ich nicht. Sie kennen, wie gesagt, nicht oder wissen nicht, wo sie gewachsen sind. Pilze reingeben. Auch hier wieder, erste Kochvorgang ist der erste Garvorgang. Das heißt, jetzt gebe ich Würze ins Produkt rein, etwas Salz oben drüber und anbraten lassen. Wir geben für den Geschmack etwas Knoblauch dazu, den wir nachher wieder rausnehmen. Und geben etwas Thymian mit rein. Die lassen wir jetzt schön langsam anbraten, von beiden Seiten. Wenden Sie einmal und können nachher direkt mit anrichten. Wenn kein Medium da ist zum Anbraten, einfach noch ganz bisschen Öl nachgeben. Denn wenn Öl drin ist, dreht es an. Wenn keins drin ist, brennt es an. Wir kommen jetzt zum Gemüse. Wir machen sozusagen ein herbstliches Pfanngemüse. Das heißt, wir lassen uns ganz bisschen Zucker schmelzen. Nehmen dazu Kirschtomaten. Ich lasse gern das Grün mit dran. Das sieht immer ein bisschen schicker aus. Zum Gemüse nehmen wir Kirschtomaten dazu. Nehmen kleine Radieschen dazu, wo wir das Grün hinten nur ein bisschen abschneiden, auch mit dran lassen. Das gibt so einen schönen Eyecatcher, auch auf dem Teller. Dann nehmen wir dazu, wie gesagt, die Kürbisse, die Möhrchen, die Äpfel. Dann haben wir ein bisschen Romanesco dabei. Ein bisschen Blumenkohl. Und natürlich zur jetzigen Jahreszeit auch die kleinen Maiskolben. Die Maiskolben, je nach Größe, halbieren wir einmal. Den Spitzkohl, den ziehen wir uns ganz leicht mit Olivenöl an. Darauf zu achten, dass er keine Farbe nimmt. Das heißt, wirklich das Öl nur ein bisschen warm machen. Den Spitzkohl in feine Streifen geschnitten mit reingeben. Und auch hier wieder erste Kochvorgang, erste Garvorgang, erste Würzvorgang. Das heißt, ganz bisschen Salz dazu. Und das Ganze jetzt ganz leicht anschwitzen lassen. Bei der Pfanne sehen wir sehr schön, der Zucker schmilzt. Das heißt, für zu Hause empfiehlt sich auch Puderzucker zu nehmen, hat man es etwas leichter.
Jetzt geben wir rein den Mais, die Äpfel, die Tomaten, die Radieschen, den Kürbis. Ganz wichtig ist für mich, Kochen muss Spaß machen. Kochen darf keinen Umstand geben. Darum ruhig alles in einer Pfanne machen. Wir haben so viel Geschmack nachher, verschiedene Geschmäcker auf dem Teller. Das heißt, wir haben das Püree, wir haben eine kleine Schokoladenerde, wir haben das Gemüse dabei, wir haben den Spitzkohl dabei und das Reh. Das heißt, wir sind bei 6 verschiedenen Geschmäckern. Dann kann man auch ein Gemüse alles in einer Pfanne machen. Das alles von beiden Seiten ein bisschen ankaramellisieren. Ja, es heißt. Damit sich der Geschmack des Gerichts komplett ein bisschen durchzieht, geben wir jetzt ein bisschen Butter dazu und genau wie beim Fleisch etwas Salbei, also eine ganz leichte Note haben, dass sich durchs Essen der gleiche Geschmack ganz wichtig durchzieht. Ich muss Ihnen sagen, von der Farbe, vom Farbspiel her, macht dieses Gericht einfach auch Spaß zu essen. Lecker, sieht gut aus, viel Farbenspiel, ganz wichtig. Kurz zur Farbe vom Spitzkohl. Wenn ich den Spitzkohl nur in Butter oder Öl braten würde und ihn nicht würzen würde, hätte ich das Problem, dass mir das Gemüse grau wird. Chlorophyllhaltige Sachen, sprich Spitzkohl oder Bohnen, brauchen Salz. Salz ist der Blocker dafür, dass das Gemüse schön grün bleibt und das Chlorophyll nicht austreten kann. Darum ganz wichtig, jedes grüne Gemüse kräftig und gleich zu Anfang würzen mit Salz. Kurz vorm Anrichten bei den Steinpilzen nehmen wir die ätherischen Öle, sprich den Thymian erstmal raus. Dann haben wir sich das Problem zum Anrichten. Ganz wichtig auch, den Knoblauch rausnehmen. Das würde sonst zu intensiv sein, wenn dort aus Versehen jemand drauf beißt. Wir geben jetzt die Schalotten dazu. Und was ich sehr schön finde, gerade bei Steinpilzen, wenn man eine Spur von einer Zitronenschale mit dazu gibt. Das Ganze schmeckt man einmal durch, leider können Sie es nicht riechen. So, zum Anrichten ist mir halt wichtig, dass man auch der Jahreszeit ein bisschen entspricht. Das heißt, wir wollen jetzt wie so einen kleinen Acker, wie eine Wiese anrichten. Das heißt, wir fangen erstmal an, auf dem Teller etwas Schokoladenerde zu verteilen. Das ist ein salziger Mürbeteig, den wir backen mit etwas Kakao. Passt wunderbar auch zum Reh mit etwas Haselnüssen. Da richten wir so, sozusagen wie im Wald das Moos drauf an. Da geben wir drauf die Steinpilze, wo nachher auch das Reh drauf liegt. Entbacken wir unser Gemüse drumherum, das heißt, wir legen die kleinen Äpfel dazu, die Kirschtomate, den Romanesco, ganz wichtig der Mais. Die Karotten, die Kürbisperlen, die Radieschen. Als Sättigungsbeilage nehmen wir Püree, das haben wir uns in einen kleinen Spritzsack eingefüllt. Als kleine Geschmacksnuancen geben wir dazu noch etwas Aprikosengel. Das machen wir mit Agar-Agar und pürieren die Aprikosen. Das Reh schneiden wir einmal längs durch. Richten schräg darauf an, verzieren das bisschen mit Vogelmiere, was momentan halt auch im Garten noch blüht, ist Kapuzinerpresse, die reiht sich sehr schön ein. Geben jetzt etwas Wildschüler dazu. Und wenn man möchte, zumindest ist es bei uns im Restaurant so, bekommen Sie auch noch ein wenig Trüffel drüber gehobelt.
Viel Spaß beim Nachkochen. Ich würde mich freuen auf einen Besuch von Ihnen im Landhaus Hadrois. Ihr Sebastian Hadrois. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.